Wir wollen das Gebäude suchen. Wir hätten nämlich noch ganz gerne einen Salamanderstein. Oh. Ein Salamanderstein, der kommt mit. Heiltränke kommen mit. Edelstein kommt mit. Der Rest kann hier bleiben. Jo. Wollen wir das Gebäude noch gründlicher durchsuchen? Nein. Wir haben den Salamanderstein, das ist das Wichtigste. Wenn wir noch länger hier bleiben, kriegen wir bestimmt noch Ärger. Also, Salamanderstein haben wir. Weg hier. Weg, 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 weg hier. Wir müssen nicht in eine Sackgasse laufen. Wir müssen Richtung Norden. So. Genug Abstand müssten wir jetzt haben. Was für ein Heckmeck. So. Wir haben ganz viele Schwerter, die würden wir eigentlich ganz gerne verkaufen. Wir haben Salamanderstein. Den Ring sollte sich Talana mal angucken. Und jetzt müssen wir immer noch den Zwergen finden. Aber das sollten wir wirklich erst am Tag machen. Das heißt, wir suchen uns eine ganz ruhige Ecke. Verstecken uns da. Hoffen, dass nichts nachts über geklaut wird. Nee, am Brunnen sollten wir nicht schlafen. Da kommen andere Leute vorbei. Hier ist doch eine gute Ecke. So. Wachen aufstellen nicht vergessen. Kurima, Gerogon, Tirik. Wir wollen jetzt schlafen. 6 Stunden. Sehr gut. Konnten wir uns ein wenig erholen. Und jetzt könnten wir die Waffen verkaufen. Und dann sollten wir uns am Laufe des Tages auch umhören, was aus dem Mann ganz schnell den Beutel geben. Ja, immer diese Drogengeschichten hier in Lovang. Aber ja, wir sollten jetzt im Laufe des Tages uns umhören, wo genau der Zwerg jetzt hingezogen ist. Da haben wir recht widersprüchliche Geschichten gehört, dass er mal nach Westen gezogen soll oder nach Süden, wo wir den Salamanderstein überhaupt das gefunden haben. Das passt soweit alles nicht wirklich zusammen. Aber gut, versuchen wir jetzt erstmal die Waffen loszuwerden. Also bei Magistrat sollten wir es nicht tun. Markt- und Handelssekretariat. Markthalle. Da waren nur die Obdachlosen. Händler Ugo Plotz. Kräuterhändlerin. Da ist die Waffenhändlerin. Okay. Das heißt, wir müssen nur kurz über die Brücke. Süden, Westen. Ja, ein Heller. Und dann zur Waffenhändlerin. Dann dürften wir ganz gut was für bekommen für die Waffen. Und wir haben auch gleich weniger im Inventar. Das ist ja auch praktisch. So, wo ist der Zugang? Hier. 8 bis. Wie spät haben wir es denn? 7 Uhr. Und es ist das Fest der Freuden. Ja, das kann man auch so sagen. Wir haben den Salamanderstein zurück. Auch wenn das ganz schön dreist war. Eigentlich müssten wir uns diesen Gaffron und den Antarion, also seinen Bruder, nochmal vorknüpfen. Ja, bringt uns auch nicht wirklich weiter. Wir lümmeln uns jetzt hier ein bisschen rum. Aber eigentlich müsste es gleich 8 sein. Wir könnten noch ein wenig rumdrängeln und hier gegen die Tür klopfen, solange bis er aufmacht. Aber das wird bestimmt auch nicht helfen. Also ja, wir verkaufen jetzt die Wachen. Dann werden wir uns in der Stadt rumtreiben, bis es wieder dunkel wird. Und in der Taverne, besser gesagt in den Tavernen, dann nachfragen, wo wir den Zwergen finden können. Und dann haben wir auch das erledigt. Mal gucken, ob das denn wirklich so einfach ist, ihm das in die Hand zu drücken, dann ist gut. Vielleicht müssen wir noch irgendwo hin eskortieren für Friedensverhandlungen oder dergleichen. Das sollte man natürlich dann auch sofort machen. Komm schon, mach auf. Wir wollen jetzt nicht vor deiner Tür schlafen müssen. Krümel bekommt ihren täglichen Sold. Das heißt, es ist 8 Uhr. Sehr schön. Verkaufen. Gwendolyn. Den Rapier nicht. Das Tutsackmesser. Müssen wir uns näher angucken. Aber die ganzen Rapiere können weg und Schwerter können weg. So, 81 Dukaten. Sehr schön.
Das soll uns erstmal so reichen. Verhandeln bitte. Gwendolyn. 3%. Na gut, wir sind wieder bei 310 Dukaten. Das ist schon mal ordentlich. Das heißt, wir könnten demnächst auch ein paar Krankheitselixiere kaufen, wenn wir mal wieder an einem Kräuterhändler vorbeikommen, der auch wirklich... Dem geben wir was in die Hand, so. Falls wir einen Kräuterhändler finden, der auch wirklich was hat. Oh. Als ihr näher kommt, lässt ein junger Mann einen der Bälle fallen, mit denen er gerade jongliert. Ah, das hatten wir vor kurzem auch. Wir verziehen uns einfach. Also er jongliert, ein Ball ist runtergefallen und einer von unseren Helden wird dann angeklagt, dass er daran schuld sei. Was absolut lächerlich ist. Aber, na gut. Wir verdrücken uns kurz hier in die Ecke. Unterhalten uns ein wenig untereinander, um die Zeit rumzubekommen. Ein paar Helden werden in der Stadt ein wenig bummeln gehen. Und dann gucken wir in 9 Stunden ungefähr, ob die Tavernen schon aufhaben. Taverne Fuchsstübchen. Wenn es da keine Gerüchte gibt, dann weiß ich auch nicht. So. An die Theke. Etwas verdünnten Wein. Und nachhaken. 7 Quellen. Weiß ja nix. Gavron. Brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Nö. Er weiß schon mal nix. Ist denn jemand da? Ein besetzter Tisch. Sehr schön. Gesprächig. Ja, sogar gesprächig. 7 Quellen. Weiß ja nix. So viel dazu. Dann verabschieden wir uns, bezahlen unsere Zeche und gehen gleich weiter. Vielleicht sollten wir doch nochmal zum Orkentod gehen. Da scheint ja doch recht viel los zu sein. So. Noch einen verdünnten Wein bitte. Danke. Siebenquell. Sehe ich aus, wenn ich ein Elfenfreund wäre? Nein. Egelbronn kennt er auch nicht. Gavron, den kenne ich. Schaut öfters mal hier rein. Ja, das wissen wir. Aber von dem Zwerg weiß keiner was. Das ist nicht gut. Ah doch, Ingramosch. Sein Kopf interessiert mich. Möglichst ohne den Rest. Okay. Das ist... kurios. Dann schauen wir mal in die nächste Taverne und fragen danach Ingramosch. Hatten wir nicht irgendwo einen Hammer und Amboss? Der war hier unten. Schauen wir erst mit der Taverne hier zu Ende. Und wenn wir hier dann nichts finden, dann gehen wir da unten zum Hammer und Amboss. So, Theke, noch ein verdünnter Wein. Und Ingramosch. Kenne ich nicht. Kenne ich nicht. 7 Quellen? Kenne ich nicht. Also die Tavernenbesitzer hier sind nicht wirklich auf dem neuesten Stand. Tisch? Hallo? Ingramosch. Ah, mal Ingramosch. Mein Bruder hat mal von einem Zwergen erzählt, der so hieß. Er soll schrecklich geheimnisvoll getan haben, aber er hat gesagt, er käme noch einmal wieder. Er müsse nur noch etwas Wichtiges erledigen. Ist aber schon eine Weile her. Er liegt wohl am Krieg. Hast du da nähere Informationen? Nein. Das ist jetzt schade. Aber wir scheinen auf dem richtigen Weg zu sein. Das heißt, nächste Taverne. Auch wenn unsere Helden langsam schon ein wenig angeduselt sind von dem ganzen verdünnten Wein. Und wir immer wieder bezahlen müssen. Aber das können wir uns ja momentan leisten. Und wozu ist Geld da, wenn nicht zum Ausgeben? So, da ist eine Pension, da ist Hammer und Amboss. Das klingt doch schön zwergisch. Ein wenig verdünnten Wein. Mürrim erholt sich weiter, das ist sehr schön. Ingramosch. Ha, den kennt ihr? Ein toller Bursche. Noch vor ein paar Wochen haben wir zusammen ein paar Krüge geleert. Das heißt, vor ein paar Wochen war er noch in der Stadt. Ingramosch? Selbst Rohal wüsste darauf keine Antwort mehr, bestimmt. Vielleicht einer deiner Gäste.
Ups. Sprich's Ende. An ein... Oh, keine Gäste da. Schade. Ah, wird auch langsam ein wenig spät. Versuchen wir es nochmal hier am Wassergraben. Ist auch nur ein leerer Tisch da. Theke? Komm schon, Ingramosch. Kenne ich nicht. Wieder zwei Silbertaler weg. Herberge, gib mir noch eine Taverne. Da, Wasser und Wein. Das trifft es doch ganz gut. Das essen wir schon, beziehungsweise trinken wir schon den ganzen Abend. Noch mehr Wasser und Wein. Und es schließt. Das ist doch albern. Na gut. Das heißt, wir werden uns jetzt wieder irgendwo eine ruhige Ecke suchen müssen. Nicht so ruhig. Irgendwo eine ruhige Ecke suchen müssen. Da schlafen wir dann und verbringen den Rest... Nicht ins Wasser torkeln wegen dem ganzen Wein. Da verbringen wir dann die Nacht. Und wir werden auch den Tag einfach so vor uns hin dösen. Nichts Großartiges machen. Vielleicht uns ein wenig auf den Straßen umhören. Und dann gegen Abend gehen wir wieder die Tavernen abklappern. Was nicht wirklich schön ist. Aber es ist besser, als wenn wir jetzt in der großen Stadt jedes Haus einzeln abklappern, bis wir diesen Ingramosch finden. So, Wachen aufstellen. Kurima. Gerugon. Tirik. Schlafen. So, kriegt ihr ein Sold. Und jetzt ziehen unsere Helden halt los, ein wenig die Zeit totzuschlagen. Und zwar für 10 Stunden. So, wir haben es kurz vor Sonnenuntergang. Und ziehen jetzt wieder los. Fangen wir diesmal oben an. Hotel, nein. Hotel, nein. Bordell. Nee, das ist zu teuer. Da würden wir wahrscheinlich auch erst im Nachhinein Erfahrungspunkt, Informationen bekommen. Und das sollten wir uns nicht unbedingt leisten. Taverne Salamanderstein. Das hört sich vielversprechend an. Und anscheinend sind auch genug Gäste da. Mahlzeit, Alana. Den Zwölfen zum Gruß. Wir suchen Ingramosch. Dem Namen nach ein Zwerg. Frag doch einfach mal im Aeldal herum. Das war im Süden, richtig? Andere Gäste. Besetzter Tisch. Ingramosch. Suchst einen Zwerg? Musst lebensmüde sein. Hauen dich in eine Pfanne, wo sie nur können. Aber musst du selber wissen. Würde ich im Norden gehen. Sehr schön. War Aeldal nicht im Süden? Da haben wir doch die Egelbronn gefunden. Das will ich jetzt kurz überprüfen. Tagebuch. Wir suchen wieder was über den Salamanderstein. Nächster Eintrag. Im Stadtteil Aeldal, Suderviertel. Vorheriger Eintrag. Dass Ingramosch, ein Zwergenbotschafter aus Lowang, den Stein bekommen muss. Also, die Karte sagt, wir haben die Egelbronn. Hier unten irgendwo gefunden. Das heißt, das Aeldal ist wirklich hier unten und nicht irgendwo im Norden. Der Typ war eh nur betrunken. Das heißt, wir gucken uns hier am Wassergraben jetzt nochmal um. Da, wo wir Informationen über die Egelborn bekommen haben. Es wäre schon lustig, wenn die beiden Nachbarn wären. Also der Zwerg und die Egelborn. So, Theke, verdünnter Wein, jopp. Ingramosch. Also
ja, wir haben dich auch schon gestern gefragt, aber vielleicht ist dir was Neues eingefallen. Deinen Gästen vielleicht? Das klingt wie ein Zwerg. Und über dieses verräterische Gesindel soll ich reden? Nein, sollst du nicht. Ja, das wird wohl so schnell nichts. Das heißt, wir ruhen uns jetzt erstmal aus. Und unsere Helden werden dann nach und nach alle Tavernen abklappern, bis sie jemanden finden, der genauere Informationen über den Ingramosch hat. Aber jetzt speichern wir erstmal ab. LP 084. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir was Genaueres wissen.